Hallo, ey. Ich war echt lang nicht mehr vor der Kamera, muss ich sagen. Es tut mir leid, aber jetzt geht's wieder los, denn ich bin wieder erkältet. Das ist jetzt nur zum einen, ich bin ein bisschen krank, aber das ist nicht schlimm. Und morgen geht's in die letzte Woche arbeiten. Dann haben wir es geschafft in Christchurch und dann fliegen wir am 29.03. Richtung Auckland wieder und machen da noch so den Rest. Ich gehe dann vielleicht noch in eine Familie und dann geht's schon nach Hause. Wir sind nur noch 2,5 Monate hier und Leon nur noch 1 Monat. Also, es ging echt schnell rum jetzt die Zeit in Christchurch auch. Wir sind echt schon 4, 5 Wochen hier und es fühlt sich an wie Zahl. Ich wollte einkaufen, weil ich mir auch ein kleines Accessoire kaufen wollte. Und zwar habe ich mir gekauft ein Jadestein-Armband. Naja, da, ihr seht es ungefähr. Ja, und das ist ganz cool, so ein bisschen schwärzer. Es kommt aber auch, ich habe 100%. Neuseeland, ihr seht das gar nicht mehr. Es steht auf jeden Fall 100% aus Neuseeland drauf. Das habe ich mir gekauft heute für 60 Dollar. Aber es ist cool. Ja, und demnächst, nein, jetzt ist er da. Leon, was hast du dir denn gekauft? Bluetooth-Kopfhörer. Kann ich jetzt mein Handy nach da werfen? Aber ich höre trotzdem auch Musik. Ja, also ist mein Armband ist auf jeden Fall cooler. Hat man mehr von. Nein, Bluetooth-Kopfhörer sind eine coole Sache, muss ich schon sagen. Heute ist Sonntag, heute wird noch aufgeräumt und dann geht es Montag nochmal arbeiten. Und dann zeige ich euch ehrlich nochmal Christchurch, wie kaputt das ist. Und dann war es das, glaube ich, aus Christchurch. Wir gehen dann nochmal Buffet essen. Das habe ich vergessen. Damit wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß. Und ich weiß jetzt nicht, was als nächstes kommt, aber es wird bestimmt super cool, weil ich nehme das hier auf. Oder? Genau. Auf Wiedersehen. Tut mir leid, dass die Lichtverhältnisse nicht immer so der Burner sind in letzter Zeit. Aber es ist gerade 7:30 Uhr morgens. Ich bin, wenn ihr gerade mein leckeres Frühstück gesehen habt, auf dem Weg zur Arbeit. Ich wollte euch mal einfach zeigen, wie mein Tag so aussieht. Ja, also ich gehe jetzt so ungefähr eine halbe Stunde Richtung Arbeit. Manchmal mehr, manchmal weniger. Dann wird so um die 8 Stunden gearbeitet. Und dann geht's zurück. Dann muss ich nur einkaufen. Dann wird noch gekocht. Aber das zeige ich euch heute mal alles. Das kann ich gerade ja auch noch mal sagen, wenn ihr euch fragt, was Leon macht. Will ich zusammenarbeiten? Nein, Leon hat keinen Bock mehr auf Arbeiten. Leon hängt jetzt eine Woche im Bett. Aber soll Leon machen? Das soll Leon machen. Ich würde auch lieber im Bett hängen. Naja, den treffen wir auf jeden Fall nachher wieder und er wird wahrscheinlich im Bett liegen, würde ich mal raten. Würde ich jetzt mal raten, dass er da liegt. So, und jetzt noch viel Spaß. So, nach 18,5 Stunden jetzt sind wir, beziehungsweise ich, fertig mit der Arbeit. Gar keinen Bock mehr, jetzt irgendwas zu machen, aber ja, wahrscheinlich muss ich noch einkaufen gehen heute. Beziehungsweise kochen für morgen, weil morgen muss ich auch was essen. Deswegen zeige ich euch, denke ich gleich, wenn ich durch die Stadt laufe, ein bisschen Christchurch, dann die eine Sehenswürdigkeit, die wirklich nicht spektakulär ist. Dann die ganzen kaputten Häuser, dann könnt ihr das ein bisschen angucken. Ja, und dann gucke ich mal, was ich sonst noch mit reinpacke. Auf jeden Fall war das jetzt so erstmal der Tag mit Arbeit. 3 Tage noch, dann habe ich es geschafft. Also alles gut. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Gelaufe mit mir in Christchurch auf dem Weg zum Supermarkt. Viel Spaß damit. Tschüss. So, frisch geduscht jetzt. Aus dem Hostel geht es jetzt Richtung Pack and Save, dem Supermarkt. Sponsor. Leon ist dabei. Wenn er schon nicht arbeiten geht, kann er ja mit einkaufen kommen, ne?
Auf jeden Fall gehen wir da jetzt hin. Heute Abend gibt's, was gibt's? Fries. Loaded Fries. Eingeladen. Geladene Pommes. Aber uns, wir machen uns sogar Wedges. Potato Wedges. Wenn ihr euch fragt, woher die brillante Aussprache kommt, ich bin in Neuseeland. Hier lernt man das. Wedges. Genau. Fuck. Nein, auf jeden Fall gehen wir jetzt hin. Und auf dem Weg zeige ich euch ein bisschen, was hier so alles kaputt ist. Und die heftigste Sehenswürdigkeit sind nämlich 185 Stühle, habe ich letztens gelesen. 185 weiße Stühle, ich glaube, ich nehme an, sie sind zum Gedenken an die Opfer vom Erdbeben hier. 2011. 2011, ne? Und deswegen zeige ich euch jetzt ein bisschen so den Weg dahin und unsere heftige Einkaufstour. Bis dann. Schlimmes passiert. Ihr seht es schon, Leon hat eine Mountain Dew gekauft. Und ihr wollt es auch nicht wissen, was passiert, wenn Leon. Okay, kleine Storytime. Wenn Leon sich ein Getränk holt, dann ist das garantiert innerhalb von 5 Minuten komplett weg. Man muss viel trinken, hat meine Mutti immer gesagt. Ne, ja. Mama? Kann ja richtig sein, bei einer Mountain Dew ist das nicht der Fall. Wenn man die komplett trinkt. Nee, wenn Leon die komplett trinkt, dann. Ist schwierig. Sagen wir mal so, ist schwierig. Er ist dann sehr schwierig. Ganz doll schwierig ist er dann. Naja. Aber auf jeden Fall, wir waren jetzt hier einkaufen. Wir werden gleich richtig nice kochen, hoffe ich. Auf jeden Fall gibt es gleich nettes Essen. Und dann geht's auch schon wieder ins Bett. Ich bin die ganze Nacht am Pokémon. Ja, du spitz Pokémon. Alter Pokémon. Richtig nice. Ich weiß, ich wusste nicht, was ich dazu sagen soll. Was kannst du eigentlich? Ja gut, das war's. So ein typischer Tag für mich. Ich denke, ich werde aber noch mal filmen. Was werde ich noch filmen? Ich glaube, das war's. Ich glaube, das andere packe ich in ein neues Video. Ja, dann sage ich auch schon wieder danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Lorenz. Und Leon. Machen Sachen in Neuseeland.